Hallo und herzlich willkommen zu meinen Starter-Tipps zu Horse Racing Club. Zu den Dingen, die ihr wissen solltet, um in Horse Racing Club gut abzuschneiden, um zu wissen, was ihr da am besten macht. Also starten wir einfach direkt rein. Als allererstes, Horse Racing Club ist völlig kostenlos und ihr könnt es über den Link völlig kostenlos spielen und bekommt zum Start auch noch von mir einen Code, mit dem ihr direkt 500 Racing Coins on top bekommt. Also einfach einlösen, ist noch eine Woche gültig. Was könnt ihr in Horse Racing Club machen? Ihr könnt euch jede Menge Coins verdienen über Rennen, die ihr dann wiederum einlösen könnt, indem ihr euch dann hier über die Buy Horse Funktion, über diesen Pferdekopf dann, euch ein Pferd holt. Es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten, die ihr euch hier auch erst einmal angucken könnt, bevor ihr sie dann als am Ende in euren Stall dazu bekommt. Es gilt nach oben zu leveln, denn jedes Level, was ihr euch an Level erhöht, erhöht es eure Geschwindigkeit, die ihr im Spiel über die Dash-Funktion am Ende nutzen könnt. Ihr müsst aber auch nicht unbedingt Rennen machen. Die Geschwindigkeit übrigens erhöht ihr hier rechts außen. Denn ihr könnt auch einfach Quests im Spiel machen, die ihr über diese Ausrufezeichen hier starten könnt. Oder wenn ihr einfach hier die Quests euch anzeigen lasst über diesen Tracker. Wenn ihr euch Münzen auch noch so holen wollt, könnt ihr das hier über diesen Coin-Button machen. Übrigens, die ganzen Roleplay-Funktionen findet ihr hier. Dort könnt ihr ein Wildpferd werden, dort könnt ihr euren Sattel verstecken und ihr könnt auch, wenn ihr möchtet, ohne Pferd unterwegs sein. Die Hauptfunktion im Spiel ist aber natürlich die Rennfunktion und diese startet ihr hier über diesen Knopf. Damit geht ihr in ein Rennen rein. Ihr werdet dann immer serverübergreifend in eine Lobby gestellt. Dort habt ihr dann eine gewisse Zeit erstmal eine Ruhephase, könnt hier oben in andere Lobbys reingucken und dann gilt es an das Rennen, was das Spiel ausmacht. Je mehr Leute in einer Runde sind, je mehr Punkte bekommen die oberen Platzierungen. Wenn ihr übrigens AFK, also nichtsmachend in einer Runde drin steht, bekommt ihr gar keine Münzen. Also sowas wie, ich bin jetzt gerade nicht im Spiel und level so ein bisschen ohne was zu tun, das geht in Horse Racing Club auf keinen Fall. Wenn die Zeit abgelaufen ist, startet ihr in eine Runde, die jedes Mal zufällig gewählt wird aus dem Pool, also aus der Rundenanzahl, die es derzeit gibt. Da wird dann immer zufällig gewählt, welches Rennen dann jetzt final das Rennen für dieses Mal eben ausmacht. Das Rennen startet und die Leute werden dann per Zufall eben auch auf eine Platzierung gesetzt. Es gibt nämlich unterschiedliche Startpositionen. Equestrian zählt übrigens derzeit zu den angenehmsten Starter-Maps, da sie sehr geradlinig ist und wenige Risiken mit auf der Map hat. Ich habe jetzt gerade das Problem, das kann ab und zu passieren, dass ihr in der Luft startet. Das ist derzeit ein kleiner Fehler, ist aber kein Problem. Am Ende direkt solltet ihr euren Dash machen, denn der lädt sich sehr, sehr schnell immer wieder auf. Und ist damit also eine Sache, die ihr unbedingt nutzen solltet. Springt möglichst spät ab. Je später ihr abspringt, desto besser. Natürlich solltet ihr nicht zu spät abspringen. Dashen immer schön auf Cooldown halten. Und wenn ihr euren Skill habt, schießt am besten noch ein bisschen vor eure Gegner. Denn jeden, den ihr trefft, der wird dadurch deutlich verlangsamt. Abkürzungen gibt es auch in diesem Spiel und so könnt ihr zum Beispiel hier einfach geradeaus laufen, verhindert damit nur ein paar der Hufeisen, die ihr nicht mitnehmt. Ihr könnt übrigens auch nach hinten schießen, indem ihr einfach hinter euch klickt. Und so könnt ihr auch dann, wenn ihr weiter vorne seid, Leute abwehren. Ihr könnt auch die Leute direkt anklicken, empfehle ich euch aber nicht. Nach hinten klicken sichert so ein bisschen da, dass ihr den Abstand auch halten könnt. Immer möglichst spät abspringen und wenn ihr könnt, nach hinten schießen, so ein bisschen, wo ihr erwartet, dass derjenige laufen wird. Guckt ein bisschen so, dass ihr eure Rennen so ein bisschen euch merken könnt, dass ihr auch schaut, dass ihr so ein bisschen vorausschauend reitet. Gerade solche Hindernisse am Boden sind immer ein bisschen unangenehm, denn wenn ihr sie nur leicht berührt, zählt das immer als ein Sturz und so müsst ihr euch dann wieder erstmal auf die Map zurücksetzen lassen. Schaut, dass ihr die Dashes immer maximal ausnutzt. Also möglichst auf geraden Strecken, damit ihr auch natürlich die Dashes in die richtige Richtung nutzt. Also schön geradeaus. So haben wir jetzt die erste Runde schon ganz gut überstanden. Ihr seht jetzt, deswegen warte ich auch gerade mit dem Dash und setze ihn dann erst ein, wenn ich auch wirklich schön gerade das Ganze nutzen kann, um dann am besten Fall wieder auf den nächsten Beschleuniger zu kommen.
und das jetzt ein bisschen so nach hinten setze. Übrigens könnt ihr euch nicht selber treffen, also euer eigenes Geschoss verletzt euch gar nicht und verlangsamt euch auch gar nicht. Also solltet ihr immer gucken, dass ihr das auch so setzt, dass ihr damit gerne mal Probleme haben könnt, denn ihr werdet dadurch eben, wie gesagt, nicht verlangsamt. Ihr könnt damit am besten, sowas wie ich jetzt gerade gemacht habe, so ein bisschen Shortcuts zulegen. Ihr könnt übrigens hier über die Sache auch drüber reiten, empfehle ich euch aber nicht. Am besten springt ihr, denn wenn ihr springt, geht ihr kein Risiko ein, sollte die Wand doch mal gerade ein bisschen früher hochkommen, als ihr es erwartet. Kleinere Umwege lohnen sich immer für diese Boosts auf dem Boden, denn damit werdet ihr schon deutlich schneller und ihr müsst halt gucken, dass ihr damit dann auch diesen Weg, den ihr zusätzlich gelaufen seid, damit wieder ein bisschen ausbalanciert. Damit, und jetzt müsst ihr gucken, jetzt wenn wir hier den Dash machen, seht ihr genau das. Wir können da einfach drüber reiten, aber natürlich wäre die Wand direkt gekommen, hätten wir uns direkt wieder vor der Wand gesehen und wären auch noch zurückgesetzt worden. Hier seht ihr, was ich meine, wir könnten innen reiten oder eben das so mitnehmen. Da der Boost aber länger hält als das, was wir brauchen, haben wir damit definitiv einen Vorteil. So, wir holen uns jetzt noch diese Sachen hier. Übrigens, diese Hufeisen lohnen sich daher, weil ihr nicht nur damit Punkte bekommt, sondern eben auch euer Level dadurch steigert, weil sie nämlich Erfahrungspunkte auch noch zusätzlich bringen. Und damit haben wir unser Rennen durch, sind im Ziel, sind sehr souverän durchgekommen. Und ihr seht es jetzt gerade, 540 Punkte, weil einige Leute mit zusammen in der Lobby waren. Wir haben jetzt einiges an Punkten angesammelt, können damit auch bald unser neues Pferd kaufen. Und ich hoffe, dass ich euch mit meinen Tipps zu Horse Racing Club helfen konnte. Das sind Sachen, die mir am Anfang definitiv geholfen hätten und somit sage ich danke fürs Zuschauen und solltet ihr übrigens mal von etwas getroffen werden, solltet ihr schnell hier auf die Trott-Taste klicken, bis ihr wieder auf der schnellsten Gangart seid, denn damit seid ihr am schnellsten wieder oben und könnt weiter reiten und verliert nicht so viel Zeit. Damit sage ich danke fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß mit Horse Racing Club. Ciao, ciao.